Er ist ein Mann der Superlative. Als Vater der Expo holt er im Jahr 2000 die erste und bislang einzige Weltausstellung zu uns nach Deutschland. Wie sieht er dieses Mega-Event jetzt, 20 Jahre später? Außerdem hat er so lange wie kein anderer die niedersächsische Landeshauptstadt regiert. Mehr als 30 Jahre war er Oberbürgermeister von Hannover. Das ist absoluter Rekord. Ja, was denkt dieser Mann jetzt über die Rathausaffäre und den Machtverlust seiner SPD? Über all diese Dinge wollen wir jetzt sprechen mit Herbert Schmalstieg. Ja, Herr Schmalstieg, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Und ja, wir sind auch nicht alleine. Wir haben diesmal Besuch von Twipsy. Vielleicht kennt ihr das noch. Das ist das offizielle Maskottchen der Weltausstellung 2000. Wissen Sie eigentlich, jetzt haben wir einen Experten da, was es eigentlich genau darstellen soll, was das genau ist? Na, das ist ja praktisch eine Figur, die in einer Jury prämiert worden ist, ausgesucht worden ist. Ich glaube, es waren insgesamt 27 Menschen, die in der Jury aktiv waren. Es gab zunächst Kritik, weil einige sagten, naja, hier oben, das sieht aus wie die Spitzhelme, die während der Franco-Zeit die spanischen Leute getragen haben, beziehungsweise die Polizei getragen hat, und das war aber Unfug. Ich glaube, hat sich sehr schnell gezeigt, wie schön diese Figur war. Ich erinnere mich daran, bei einer Veranstaltung Herz für Kinder, hat meine Frau mal Folgendes gemacht, die ist in eine so große Figur hineingeschlüpft und hat alle Leute irritiert, weil niemand wusste, wer da drin steckte, aber sie hat das gern gemacht. Da muss man immer drauf achten und mit allem rechnen, weil man nie weiß, wer genau. Da drin steckt. Ja, und vor allem, ich finde auch, dass es die Expo sehr gut repräsentiert. Es ist wirklich genauso bunt, genau bunt, diese... Quasi die Farben der Welt sind das, und es war wirklich eine schöne Figur. Woran erinnern Sie sich tatsächlich, wenn Sie jetzt zurückblicken auf 20 Jahre Expo? Was kommt Ihnen da so als erstes in Erinnerung? Also ich weiß nicht, ob wir 3 oder 4 Stunden Sendezeit haben. Ich könnte also pausenlos erzählen. Ich möchte keinen Tag missen. Ich war jeden Tag auf der Weltausstellung, habe das hier genossen und habe so viele Menschen, von Staatspräsidenten, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Könige, kennengelernt. Das hätte Hannover mindestens 30 Jahre benötigt, um diese vielen, vielen Gäste hier zu haben. Also es gibt so viele Begegnungen mit Künstlern. Es war schon eine ganz wunderbare, schöne Zeit. Ja, wir haben ja auch tatsächlich so ein paar Fotos nochmal mitgebracht, wo auch einige Gäste draußen. Hier haben wir zum Beispiel Boris Becker und Barbara Becker ist das, glaube ich, damals noch gewesen, ne, vom deutschen Pavillon, die sich da auf der Expo alles angesehen haben. Oder der große Mario Adorf, ich glaube, das ist im Open-Air-Kino war das, glaube ich, dass er sich da irgendwo hingesetzt hat. Oder, ihre Kollegin Birgit Breuer. Da sieht man auch, wie voll es letztendlich auch war, ne, auf der Exponade. Es gab anfangs Schwierigkeiten mit den Besuchern. Das lag mit Sicherheit daran, dass die Preiskalkulation so war, dass sie nicht für jedermanns Tasche ausgerichtet war. Und in dem Moment, als wir das Abendticket einführten, ich habe heute Morgen gerade beim Einkauf auf dem Klagesmarkt, aber auch beim Käsehändler gehört, ja, wir waren jeden Tag, nachdem das Abendticket da war, auf der Weltausstellung. Wir möchten das nicht missen. Und das ist das Schöne daran. Ja, ich kann mich auch noch sehr gut an das Abendticket erinnern. Ich glaube, für 10 Mark ist man dann abends nochmal auf das Gelände gekommen. Und manche blieben so lange, bis der letzte Tresen geschlossen war. Es war toll, weil man abends, man konnte noch so ein paar Pavillons sehen, man konnte auf der anderen Seite aber auch die ganzen Gerüche, das Essen, man konnte ins Open-Air-Kino gehen, man konnte sich die Abschlussshow angucken. Hatten Sie da auch Zeit, eigentlich selber dieses Flair privat auch zu erleben? Also ich war natürlich jeden Tag hier, bin oft auch privat hier gewesen. Wir haben viele Freunde eingeladen, die dann bei uns zu Hause wohnten, praktisch aus vielen Ländern Europas, die bei uns dann zu Gast waren. Mit denen war ich dann privat da, aber natürlich war ich jeden Tag hier dienstlich, in Anführungsstrichen, weil das Dienst verbunden war wirklich mit Freude und mit großem Genuss. Ich habe alle Pavillons, alle Aussteller, bis hin zu der Apotheke, die es hier gab, besucht, mich erkundigt, ob die Menschen zufrieden waren, wie es war.
Aber da haben Sie mir auf jeden Fall einiges voraus, weil alle Pavillons habe ich tatsächlich nicht geschafft. Aber welcher hat Sie denn am meisten beeindruckt? Ich meine, wir sind ja jetzt zum Beispiel in der Nähe direkt des Holländischen, der ja auch einer der Besuchermagneten war. Was fanden Sie da am beeindruckendsten? Also ich kann das gar nicht sagen. Mir hat sehr, sehr gut der dänische Pavillon gefallen. Diese Pyramide, die ja wirklich einzigartig war, der finnische Pavillon. Ich war viel, weil ich eine Affinität zu Spanien habe, bei den Spaniern zu Gast. Das war wirklich etwas Außergewöhnliches. Natürlich der niederländische Pavillon hatte ein ganz bestimmtes Flair. Man konnte dort wirklich die Flachheit in einem solch hohen Gebäude der Niederlande erleben. Das war sehr schön. Aber wenn ich beispielsweise auch an den Pavillon, an den Stand der Palästinenser denke oder an den syrischen Stand denke, das waren wirklich hervorragende, ganz hervorragende Sachen. Was wirklich bedauerlich war, war, trotz intensiver Bemühungen, wir waren selbst vor Ort, Schröder hatte sich sehr intensiv dafür eingesetzt und engagiert, dass die Amerikaner dann doch nicht gekommen sind, trotz dieser vielen Bemühungen. Aber wie gesagt, die haben nicht gefehlt, die anderen haben das mehr als wettgemacht. Ja, es gab ja scherzhaft dann, glaube ich, die Anekdoten, dass die Amerikaner dann doch da waren in Form einer Schnellimbisskette, die ja dann hier auch so kleine Buden zumindest hatten. Sowas wie die Expo hat es ja in Hannover tatsächlich vorher nie gegeben und auch danach nie wieder gegeben. Was würden Sie sagen, war so das Besondere an diesem Event? Ja, man muss sagen, dass Weltausstellung, eine große Ausstellung, eine Universalweltausstellung, etwas Besonderes ist. Die Welt zu Gast zu haben, das ist doch etwas Außergewöhnliches gewesen. Das ist mit keiner anderen Veranstaltung, auch mit keiner Olympiade zu vergleichen, weil es eben etwas anderes ist. Ja, wir sind heute hier zu Gast im ehemaligen belgischen Pavillon auf dem damaligen Ostgelände. Wenn Sie sich mal zurückerinnern vor 20 Jahren, wie hat das hier vor Ort damals alles ausgesehen? Also es war natürlich in jedem Pavillon was los. Vor jedem Pavillon war etwas los. Hier war eine Seilbahn, die praktisch von dem Ostgelände man in das Messegelände fahren konnte. Das war schon etwas, was ein Flair war. Oder wenn ich an den Wahl denke. Und vor allen Dingen die Fröhlichkeit der Menschen. Man hatte das ja den Hannoveranerinnen und Hannoveraner gar nicht zugetraut, dass man so fröhlich und freundlich sein könnte. Und die ganzen Veränderungen in der Stadt. Ich erzähle immer, dass 10 bis 15 Milliarden D-Mark investiert worden sind in einer Zeit nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, wo alle Finanzmittel natürlich in den Osten gingen. Nur Hannover hatte eine Sonderentwicklung. Das war etwas außergewöhnlich Gutes. Und wir waren, glaube ich, mit 240 oder 280 Millionen als Stadt Hannover daran beteiligt. Ansonsten waren das alles private und öffentliche Investitionen. 18 Millionen Besucher hatte die Expo damals. Wir haben uns ja eben schon mal so ein paar angeguckt. Wir können hier noch mal ein bisschen weiterschauen. Wir haben hier, glaube ich, die kennt man sogar heute noch, die beiden. Das sind die beiden Tatortstars. Das sind die Tatortstars, die ich mir immer ansehen will, wenn die beiden auftauchen. Ja, auch vom deutschen Pavillon ist das, glaube ich. Ja. Ne? Ja, und hier der unvergessene Jan Fedder, dann Heinz Hönig musste das sein und natürlich auch wieder Twipsy. Und hier ist auch die etwas größer als ja, das stimmt. Und die Seilbahn sieht man hier noch ganz gut, die Sie eben auch schon angesprochen haben. Ja. Apropos groß, diese Hand, die fällt ja auch so wahnsinnig auf. Ne? Wissen Sie, was es damit auf sich hat? Ist das Kunst? Das ist ein Kunstwerk. Also ich glaube schon, dass wenn man eine solche Figur entwickelt, das ist nicht nur einfach so hingezeichnet, das ist ein Design, was wirklich auch professionell gemacht wurde und professionell entwickelt worden ist. Und das zeigt eben, dass man mit dieser Hand die Besucherinnen und Besucher begrüßen wollte und sagt, kommt her, alle seid ihr willkommen auf der Expo in Hannover. Tja, und die Menschen sind gekommen, aber lassen Sie uns jetzt noch mal ganz kurz zurückblicken. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen oder wie ist das entstanden, sowas, ja, erstmal etwas Verrücktes, eine so große Veranstaltung, eine Weltausstellung zu uns nach Hannover zu holen? Also die Idee war, wir sind ja hier auf dem weltgrößten Messegelände gewesen. Und wir hatten gerade so hohe Besucherzahlen bei der Hannover Messe, dass wir die Messe teilen mussten. Wir haben zwei Veranstaltungen entwickelt, die CeBIT und die Hannover Messe. Und nachdem die CeBIT erfolgreich startete, kam die Idee, was machen wir eigentlich jetzt? Und dann sagte Sepp Heckmann, wir machen eine Weltausstellung. Und dann haben wir alle jetzt gedacht, das kann ja nicht sein Ernst sein, weil zu dem Zeitpunkt es viele international bekannte in Südamerika, in Asien gab, die sich und in Europa gab, die sich bewerben wollten. Am Schluss blieben nur noch Venedig, Toronto und Hannover übrig, die in die Endentscheidung gingen. Venedig hat dann am Abend vorher zurückgezogen, sodass nur noch zwei
Städte waren. Aber das war der Ausgangspunkt. Wir wollten etwas Besonderes machen. Und wenn man sich mal vorstellt, wie sich die Zeit wandelt, als die Weltausstellung kreiert wurde, als wir uns darum beworben haben, war, glaube ich, Roman Herzog Bundespräsident, Helmut Kohl war Bundeskanzler, Ernst Albrecht war Ministerpräsident, Herbert Schmalstieg war Oberbürgermeister. Und bei der Eröffnung war Johannes Rau Bundespräsident, Gerd Schröder Bundeskanzler, Gabriel war Ministerpräsident, aber Herbert Schmalstieg war immer noch da. Und das zeigt sich eben auch daran, dass es für uns von großer Bedeutung war damals. Das war auch eine Bedingung der Weltausstellungsorganisation des BEI. Wenn es einen Regierungswechsel gibt, müssen wir vorher wissen, werden auch die Oppositionsparteien für eine Expo sein, werden die das fortführen. Ich musste damals die Zustimmung von Gerd Schröder als Oppositionsführer in Niedersachsen einwerben. Mit Jochen Vogel war ich im Kontakt, dass auch die Bundestagsfraktion der SPD sagte, jawohl, wir werden auch dabei bleiben. Und das war schon eine entscheidende und wichtige und schöne Angelegenheit. Ja, und es hat ja vor allem geklappt. Ne? Wie groß war denn dann die Freude, als tatsächlich dieser Zuschlag kam, dass das klar war, im Jahr 2000 ja. Kommt die Expo? Also ich sage, es war für mich, ich sage es immer etwas scherzhaft, aber es war wirklich eine Spontansache, ein Herzenswunsch, Birgit Breul zu küssen. Und wir sind uns um den Arm gefallen, weil bei der Abstimmung, da wurde nicht wie heute elektronisch abgestimmt, da ging einer mit so einem Zylinder rum und jeder Delegierte musste seinen Stimmzettel da reinwerfen. Und dann wurde jeder Stimmzettel herausgenommen, vorgelesen, stand schon 20-17 für Toronto. Und wir hatten eigentlich schon gesagt, Feierabend, Ende, Fahrt nach Hause. Und dann war es 2018, 2019, 2020 und dann wirklich 2021. Kopf an Kopf rennen. Und das dann, ja. War wirklich eine Sensation für uns. Und was auch eine nette Anekdote sein kann, aber voll tiefem Ernst war, als im, ich glaube es war der 14. Juni 1990, wir den Zuschlag bekamen für eine Expo, 1998 sollte sie zunächst sein, da gab es noch die DDR. Und die DDR war ebenfalls Mitglied dieses internationalen Weltausstellungsbüros. Und ich kannte den Delegierten der DDR aus Leipziger Zeiten, weil er dort Chef auch mal der Leipziger Messe war. Da kam zu mir und sagte, machen Sie sich keine Sorgen, wir werden für Hannover stimmen. Und wenn Sie so wollen, war die Stimme der DDR, die Noch-Stimme der DDR, wenn Sie so wollen, die 21. für diese Expo in Hannover. Und wenn Sie da auch, wie Sie sagen, ja jeden Tag auf der Expo waren, dann haben Sie das ja auch wirklich ein halbes Jahr lang richtig genießen können. Wie schwierig war das für Sie, als es dann plötzlich auch vorbei war? Also wie schwer fällt es einem dann Abschied zu nehmen letztendlich? Also es war schon ein Bruch, dass man mit einem Mal ein anderes Leben hatte. Ich habe auch kein Tagebuch mehr, ich schreibe sonst immer nur, wenn ich Reisen mache, Tagebuch, aber während der Expo habe ich Tagebuch geschrieben, 3x200 Seiten, glaube ich, oder mehr, und habe alles festgehalten. Es ist wirklich spannend, darin das eine oder andere auch nochmal nachzulesen, was sich hier und da ereignet hat. Es ist nicht alles zur Veröffentlichung bestimmt. Also wenn man das veröffentlichen wollte, müsste ich nochmal sehr genau drauf schauen, weil dort einige Beteiligte nicht gut wegkamen. Und das ist man natürlich schon sehr gespannt. Da haben Sie es natürlich schon. Das muss natürlich nicht sein. Das ist 20 Jahre her und jeder, glaube ich, und jede hat versucht, das Beste zu geben. Was ich mich gefragt habe und Sie bestimmt auch, hätte man die Expo, gerade nachdem sie ja dann auch zum Schluss immer voller und immer erfolgreicher wurde, hätte man nicht einfach noch ein bisschen dranhängen können und verlängern können? Nein, das ging nicht. Also es war völlig klar, es war von vornherein festgelegt worden, dass es 5 Monate war. Bei anderen Weltausstellungen gab es auch schon mal eine 6-monatige Periode, aber man musste auch von der Witterungslage ausgehen. Also von Juni bis Oktober konnte man davon ausgehen, das Wetter ist einigermaßen, aber im April oder im Mai ist es sehr wechselhaft oftmals und im November ging es auch nicht, das ging nicht mehr. Und ich glaube auch, diese 5 Monate waren schön und auch genug. Ja, und jetzt 20 Jahre später, wenn Sie sich jetzt hier auf dem ehemaligen Ostgelände so umschauen, da sind immer noch Pavillons, die sind ja, auf jeden Fall nicht mehr im besten Zustand. Die sind zum Teil kaputt, viele Flächen liegen noch brach. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie das ganze Gelände jetzt aus heutiger Sicht sehen? Also ich bin sehr zufrieden. Aber wenn Sie herumschauen, auf den dänischen, auf den finnischen, auf den tschechischen, ja, überall ist Leben, auf den französischen. Wir hätten dieses Gelände sofort füllen können. Da gab es viele Leute, die wollten hier großflächigen Einzelhandel machen. Das hatten wir ausgeschlossen
und auch ganz penetrant abgelehnt. Denn wir wollten, ja, weil wir nicht die Innenstadt gefährden wollten. Die Innenstadt ist wirklich ein Prachtstück für uns hier in Hannover. Und das sollte nicht gefährdet werden. Wenn Sie hier ein großes Einkaufszentrum gebaut hätten, die Folge wäre gewesen, viele Leute wären nicht hergekommen. Wir haben damals gesagt, wir müssen einen langen Atem haben. Wir wollen jetzt hier wirklich einen Gewerbepark haben, der hohe Qualität hat. Das kann man jetzt sehen bei den Unternehmen, die hier sind. Und wenn das eine oder andere noch bebaut werden kann oder wenn der eine oder andere Pavillon noch nicht so ist, wie wir uns den wünschen, liegt das daran, dass es auch nicht leicht ist. Das Konzept war, entweder mussten die Pavillons abgerissen werden oder die ausstellenden Nationen mussten für eine Nachtnutzung sorgen. Das ist in vielen Punkten gelungen, bei einigen weniger. Aber insgesamt gesehen kann man wirklich sagen, das ist ein Top-Gelände. Und unabhängig von den optischen Sachen, die man jetzt sehen kann, was ist 20 Jahre nach der Expo geblieben? Was ist für Hannover geblieben? Wie würden Sie das einschätzen? Also ich sage jetzt keine Stadt, um keine andere Stadt zu kränken. Ich habe einmal eine Stadt genannt und zufällig war bei einem Empfang eine Dame dabei, die aus dieser Stadt kam, die hat mich wüst beschimpft. Nein, das war erstens ein Geschenk des Himmels. Zweitens hätte Hannover ohne Weltausstellung sich nach der Vereinigung Deutschlands entwickelt wie eine mittelmäßige Großstadt in Deutschland. Aber für mich ist mit das Wichtigste, dass die Hannoveraner, die ich mal scherzhafterweise, viele haben sich darüber sehr amüsiert, als die Spanier des Nordens genannt habe, dass sie ganz andere Menschen geworden sind. Weltoffener, wir waren es immer. Es war auch mein Ziel in meiner politischen Arbeit, eine weltoffene, eine tolerante Stadt, eine Friedensstadt zu haben. Und das ist durch die Expo in ganz besonderer Weise gefördert worden. Ja, und wenn einer diesen Wandel quasi am besten miterlebt hat und mit am besten beschreiben kann, dann sind das Sie. Denn Sie sitzen jetzt hier so bescheiden, sind aber zum einen ja nicht nur der Vater der Expo, der das alles hergeholt hat. Sie sind ja auch einer der längsten, wenn nicht sogar der längste Oberbürgermeister in Hannover gewesen, mehr als 30 Jahre. Und wenn Sie was machen, dann machen Sie es richtig und vor allem richtig lange, oder? Ja, das war sicherlich ein Markenzeichen. Ich glaube, so etwas wird es heute nicht geben. Es gab mal im Mittelalter einen Oberbürgermeister, aber die wurden dann nicht gewählt. Der war, glaube ich, 40 Jahre. Ich war fast 35 Jahre Oberbürgermeister, bin 9-mal insgesamt gewählt worden. Und das ist sicherlich auch ein Vertrauensbeweis gewesen. Und mich freut, dass ich wirklich heute aufrecht durch die Stadt gehen kann, dass ich jeden Tag, ganz gleich, wo ich bin, angesprochen werde. Übrigens nicht nur in Hannover. Und das würden die Leute ja nicht tun, wenn sie das Gefühl hätten, naja, mein Gut, dass es den nicht mehr gibt. Ja, das ist ja anderen nicht ganz so gegangen. Ne? Wie sehr schmerzt es Ihnen, wenn Sie dann so Begriffe wie Rathausaffäre hören oder wenn man dann überlegt, dass es da Ermittlungen gab, einen Strafprozess. Das sind ja alles Sachen, die es bei Ihnen, wie Sie gerade sagen, nicht gegeben hat. Wie geht es Ihnen damit, wenn man sowas dann hört? Ich habe das nicht kommentiert, werde es nicht kommentieren, aber es ging schon unter die Haut, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das Rathaus, um es so zu sagen, an meinen Nachfolger Stefan Weil, der insgesamt dann 3-mal mein Nachfolger war, als Juso-Vorsitzender, als SPD-Vorsitzender, dann als Oberbürgermeister, dass ich das Rathaus ihm gut übergeben habe, dass er das gut gemacht hat und auch gut übergeben hat. Und das stimmt schon traurig, was man hier und da hört. Und ich kann nur der Stadt wünschen, auch dem neuen Oberbürgermeister wünschen, dass er Erfolg hat für unsere Stadt. Schmerzt Sie das eigentlich in der Richtung, dass auch die SPD nach mehr als 70 Jahren ja auch das Rathaus verloren hat, dass es jetzt einen Wechsel da gegeben hat? Oder sehen Sie das durchaus auch positiv? Nein, das hat mich schon geschmerzt, weil es in Deutschland bis zu diesem Wechsel hier in Hannover nur 3 Städte gab, die seit 1946 immer sozialdemokratische Oberbürgermeister hatten. Nach dem Alphabet waren das Bremen, Dortmund und Hannover. Jetzt sind es nur noch 2. Das schmerzt mich schon, aber es kommen wieder bessere Zeiten. Sie sind ja auch jemand, den es wahrscheinlich nicht so schnell umhaut. Also hätte es sowas wie die Rathausaffäre unter Ihnen auch geben können? Also es kann immer Probleme geben und Aufgaben geben, die man lösen muss. Mein Ziel war es, und das bleibt es auch, dass, nachdem ich nicht mehr im Amt bin, ich Fragen der Kommunalpolitik in Hannover nicht kommentiert habe. Ich habe mich auch in dieser Sache sehr zurückgehalten. Aber ich glaube schon, dass man das hätte anders machen können, sollen und auch müssen. Da darf man nicht drum herum reden. Aber jetzt geht es nach vorn zu schauen. Und ich wünsche der Stadt wirklich alles Gute.
für die Zukunft. Es gibt ja momentan auch ganz andere Probleme mit Gegnern, die man momentan nicht so sehen kann. Ja, die Corona-Pandemie hat uns ja alle im Augenblick ganz schön im Griff. Sie selbst hat das ja auch in Anführungsstrichen erwischt. Sie selbst waren in Quarantäne auf La Palma, auf den Kanarischen Inseln. Wie kam es denn dazu? Ich war eingeladen vom SPD-Reisedienst mit meiner Frau und auf die Kapverdischen Inseln zu reisen, um dort auch einige Vorträge zu halten. Das haben wir auch gemacht. Und wollten dann, weil dieses Schiff dann auf Teneriffa landete, von Teneriffa nach La Palma fliegen, wo wir quasi unsere zweite Heimat haben. Die erste ist und bleibt und wird immer Hannover bleiben. Und wir waren kaum da. Da gab es dort die absolute Ausgangssperre. Und ich durfte zwar zum Einkaufen fahren, wurde auch fast jedes Mal kontrolliert, ob ich tatsächlich einkaufen war und was ich gekauft hatte, ob ich die Quittung hatte. Und meine Frau durfte 2 Wochen, bis wir mit dem letzten Flieger des Auswärtigen Amtes, die den gestartet hatten, ausfliegen konnten, durfte meine Frau 2 Wochen nicht das Grundstück verlassen. Ja, Sie haben uns sogar so ein paar Fotos mitgebracht, die wir uns noch mal anschauen können. Das sieht ja jetzt erstmal nach Quarantäne aus, die sich gut aushalten lässt, oder? Das Wetter war gut und ich koche ja regelmäßig. Das war auch gut. Bei Spanisch konnte ich etwas verbessern, weil ich täglich die El País, übrigens neben der Neuen Züricher, eine der besten Zeitungen Europas. Ich bilde mir ein, alles zu verstehen. Ich kann sehr gut lesen. Ich kann auch einigermaßen verstehen, aber beim Sprechen hapert es noch ein bisschen. Ich nehme spanischen Unterricht, bemühe mich da sehr gut. Aber zumindest kann ich das, was in der Zeitung, die auf einem hohen spanischen auch Sprachniveau schreibt. Deswegen, das war ich gerade so ein bisschen. Kann ich das also schon lesen und weiß, worum es geht. Ja, und wenn man immer so weiterschaut, so richtig langweilig ist Ihnen ja, glaube ich, auch nicht geworden. Das war natürlich zufällig. Ich sagte eben bereits, dass ich ja Koch bin und auch viel Marmelade koche und gekocht habe. Und dieser Baum, der da gerade eben zu sehen war, das war ein Nisperobaum, ein Nisperbaum, eine Frucht, die man bei uns kaum kennt. Das ist eine Frucht mit einem sehr hohen Vitamin C-Gehalt. Wenn Sie diese eine Frucht, so eine kleine Frucht dort sehen, hat die bis zu 3 Kernen und es bleibt wenig übrig. Wenn Sie also beispielsweise 3 Kilo gepflückt haben von diesem Baum, zum Glück haben, ist 1 Kilo Fruchtfleisch übrig. Aber Zeit genug hatten Sie ja von daher. Zeit hatte ich und deswegen habe ich auch einige Gläser an Marmelade eingemacht. Sind Sie da richtig gut in solchen Sachen, also in so Haushaltssachen, oder beschränkt es sich dann doch eher auf Marmelade? Nein, also ich bin, viele Leute sagen das, ein guter Koch. Ich schätze mal zwischen 400 und 500 Kochbücher. Ich koche also alles, was es gibt, von Nasi Goreng bis zu einer einfachen Linsensuppe und von Thunfisch eingelegt in Soja. Soße bis hin zu Hummus und also alles, ich mache alles. Das ist ja eine gute Partie für Ihre Frau eigentlich. Die kann ja, also meine Frau, falls sie das sieht und wenn sie hier beisitzen würde, würde sie es bestätigen. Sie sagt es auch ganz offen, dass sie nicht kochen kann und sie freut sich, dass ich koche und dass mir das auch vor allen Dingen Spaß macht. Und wenn wir Gäste haben und ich habe manchmal, ich habe schon bis zu 6-8 Gänge-Menü gekocht für bis zu 14 Personen, dann ist immer mein Reiz, wenn ich für 6 Gänge koche, dass ich mindestens 2 dabei habe, die ich noch nie gekocht habe. Um mich wirklich auch in besonderer Weise zu fordern. Ja, auf jeden Fall eine gute Rollenverteilung, mal eine moderne Rollenverteilung auf jeden Fall. Was aber hat sie denn überhaupt, wenn man jetzt diese Bilder so sieht, die ja eigentlich, also schöner kann man sich, glaube ich, Quarantäne nicht vorstellen unter den Bedingungen. Was hat sie denn dann überhaupt nach Deutschland gezogen? Also am Ende ist es da doch letztendlich sicherer und auch schöner gewesen, oder? Ja und nein. Also es hätte 2 Gründe. Erstens wusste man nicht, wie lange das dauern würde. Es zeigt sich ja, dass wir jetzt, glaube ich, die ersten Flüge sind in der letzten Woche nicht von La Palma, sondern nur von nach Deutschland, sondern nur von La Palma nach Teneriffa und dann muss man von Teneriffa nach Frankfurt fliegen. Das war uns zu risikoreich. Erst war die Mehrheitsmeinung meiner Frau dort zu bleiben, aber hinterher war sie froh, dass wir diesen Weg dann doch gegangen sind, sonst wären wir nämlich noch dort.
Ja, und mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, glaube ich, kommen wir auch da ganz gut hierzulande durch die Pandemie. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich das mit dieser Bemerkung erlauben darf, ich glaube, dass wie das hier in Deutschland geregelt worden ist, muss man wirklich unserer Bundesregierung wirklich das größte Kompliment machen. Die Unaufgeregtheit von Frau Merkel, aber auch die großartige Kompetenz von Olaf Scholz bis zu Hubertus Heil, also die Regierung. Und ich will auch Seehofer mit einschließen, der sich gewandelt hat aus meiner Sicht. Ich kann sagen, das erwartet man ja nicht unbedingt sofort. Nein, ich sage das offen. Ich sage das so, der sich gewandelt hat. Die machen die Sache gut. Und ich hoffe nur, dass dieses positive Ergebnis sich nicht nur einer Partei, sondern auch anderen Parteien auch mit auf die Waagschale gelegt wird. Sehr versöhnliche Worte. Herr Schmalstieg, ich bedanke mich sehr für dieses interessante und freundliche Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nächsten Mal bin ich gespannt. Vielleicht können wir dann mal in den Genuss Ihrer Kochkünste kommen. Das hat jetzt auf jeden Fall schon mal sehr viel Lust gemacht. Vielen Dank. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Und bleibt auch Ihr gesund. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.